Wisst ihr, dieser 96-Karrieremodus, der ist schon an sich in Ordnung, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so richtig das Gefühl habe, dass wir hier irgendwie vorwärts kommen. Ich habe immer noch das Gefühl, wir stecken in 2017. Und das liegt nicht nur daran, dass ich den gleichen Pullover anhabe, wie in einem Video, was ich 2020 gemacht habe, zu Kickbase. Nein, das liegt in erster Linie daran, dass ich einfach nicht zufrieden bin damit, dass meine Videos keine Weiterentwicklung machen. Das heißt, wir ändern das jetzt. Und das erste Video, in dem wir das machen können, ist der 96-Karrieremodus. Wir sind aktuell Vierter in der Tabelle. Das heißt, wir stehen ziemlich gut da. 5 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen. Aber wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen, nämlich auf den Aufstiegsplätzen. Dass wir die in diesem Video sein. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen, und wir gehen rein. Ein bisschen unangenehm ist, wir haben jetzt mittlerweile 11 Spiele hier in diesem Karrieremodus gemacht. In Realität sind wir schon deutlich weiter. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, damit das hier auch nicht so ein Endlos-Projekt wird. Ja, ich weiß, ihr habt keinen Bock, irgendwie 24 Episoden des 96-Karrieremodus zu sehen und immer noch in der ersten Saison zu stecken. Ich auch nicht. Jetzt im Nachgang betrachtet, ziemlich doof, dass ich den Anfang so gestaltet habe. Aber umso besser, weil jetzt ist die Gelegenheit, das alles umzuwerfen und euch zu zeigen, dass es besser geht. Ey, und nicht nur ich sehe das anscheinend so. Auch der Vorstand sieht das so. Das heißt, wir müssen ein bisschen was tun für die Finanzen. Wir müssen 2 Spieler verkaufen und 2 Schlüsselspieler als Ersatz verpflichten. Das haben wir im Winter. Das ist in Ordnung. Wir haben einen Spieler, der vielleicht einer derjenigen ist, der in Realität geht, der vielleicht auch hier gehen könnte. Das ist zumindest eine der realistischen Möglichkeiten. Nebenbei bemerkt, ich will das Ganze hier so ein bisschen raus aus diesem Karrieremodus, einfach nur die ganze Zeit so tun, als wenn ich hier wirklich der Cheftrainer wäre. Ihr seht hier gerade eine ganz bestimmte Veränderung in diesem Umfeld, beziehungsweise ihr seht sie noch nicht, aber wenn ihr morgen das Video schaut und meinen Jahresabschluss zu 96, dann werdet ihr sie sehen. Das heißt, aufmerksam hingucken, damit ihr morgen Bescheid wisst, was los ist. Ich werde jetzt mal auf Pause. Na, das ist zu einfach. Da kommt er nicht vorbei. Ja, Neumann spielt da sein Tempo aus. Das macht er einfach zu stark. Ein Vorbeikommen wieder an Phil Neumann. Phil hat ein bisschen Platz. Gute Flanke, Luis Schaub, gute Ballkontrolle, Luis Schaub! Tor für Hannover 96, 1:0. Besuchskopf, das ist ein klasse Ball raus auf Nielsen. Arbeit Nielsen. Der Ball in die Mitte, Teuchert! Hannover geht in Führung. Hannover steht hinten einfach zu stabil. Fürth kommt hier bisher absolut nicht durch. Und jetzt wieder Fabian Kunze. Das ist einfach eine zu gute Ballerung. Erik Höhn versucht es direkt. Ball in die Mauer. Hannover mit der Siegesserie im Rücken gegen den großen Konkurrenten mit dem gleichen Namen, der HSV, zu Gast. Börner, der Fels in der Brandung bei Hannover. Was Neumann für Pers auf die Straße bringt, ist einfach nur beeindruckend. Diese Latte! Teuchert, die Ballmitnahme super! Und Luis Schaub! Er bringt dann Hannover wieder in Führung! Weiter AMB, der macht das Spiel seines Lebens. Das ist viel zu viel Platz für Harald Nielsen! Hannover 2, Hamburg 0. We'll be right back.
Der kleine HSV bezwingt auch den großen HSV. Das ist mal ein bisschen was anderes, aber wie haben wir das erreicht, ist die Frage. Ich kann es euch nämlich sagen, und zwar erstens mit Training, Training und nochmal Training und ganz viel Training, in dem übrigens Hendrik Weidand eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat, muss man sagen. Also wir haben eine Trainingseinheit gehabt, wo der quasi die ganze Zeit Erfolgserlebnisse feiern durfte. Das war wirklich stark, jetzt hat er uns spielerisch nicht weitergeholfen, aber vielleicht kommt das ja noch, man darf sich ja nicht ausschließen. Was wir allerdings auch haben, ist eine Forderung. Frankfurt will, dass Foti wieder mehr spielt, beziehungsweise wieder, er soll mehr spielen, was natürlich in diesen Höhepunkte-Simulationen schwierig ist. Ich hatte heute aber keine andere Zeit dafür. Gegebenenfalls wird es aber so sein, dass ich die Spiele zukünftig komplett mache. Da brauche ich halt eben die Zeit für. Aber dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Spielern Einsatzzeiten zu garantieren, weil wir sie halt selber manuell einwechseln können. 14 Spieltage sind jetzt durch. Wir stehen mittlerweile auf Tabellenplatz 2 hinter Arminia Bielefeld. Und für heute soll es das schon gewesen sein mit der Folge. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt lange warten müsst. Es soll demnächst direkt weitergehen im gleichen Stil. Und ich hoffe, dass wir da genauso erfolgreich weitermachen können. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos. Vergesst nicht, dass ihr aufpassen solltet, was sich im Hintergrund im nächsten Video übermorgen an Silvester verändert, auch wenn das kein Karrieremodus wird. Und dann bedanke ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Und ciao.